Deutschland wagt den Kohleausstieg. Das ist beschlossene Sache. Klimaproteste wie hier im November 2019 am Kraftwerk Jenschwalde sollen Druck machen. Denn den Teilnehmern geht der Ausstieg nicht schnell genug. Dass der Kohleausstieg so schnell kommen muss, wie es geht. Und 2038 ist definitiv viel zu spät. Was kaum jemand weiß, das Ende der Kohlekraftwerke bedeutet für viele Kommunen auch das Ende der bisher gewohnten Müllentsorgung und möglicherweise höhere Kosten für den Bürger. Denn Hausmüll aus der schwarzen Tonne wird zu einem nicht unbeträchtlichen Teil in den Kraftwerken verbrannt. 2015 landeten bundesweit von 14,1 Millionen Tonnen Hausmüll immerhin 1,5 Millionen in den Kohlekraftwerken für das sogenannte thermische Recycling. Das sind mehr als 10%. Damit ist bald Schluss. Ende Mai ist es in Chemnitz schon soweit. Ordnungsbürgermeister Mikko Runkel und Knut Förster von der Abfallverwertungsgesellschaft haben den Restmüll der Stadt bisher im Kohlekraftwerk Jenschwalde verbrennen lassen. Jetzt müssen sie sich wie viele andere Kommunen eine Müllverbrennungsanlage suchen. Wir sehen hier schon ein Problem, weil die Anlagen sind bundesweit ausgelastet. Jeder versucht, seinen Müll irgendwo loszubekommen. Da reden wir noch nicht mehr über den Gewerbemüll. Es sind ja noch nur eine Menge, wo wir über den kommunalen Müll reden. Da sehen wir schon ein Problem. Und die Müllmenge ist immens. Der Abfallzweckverband für Chemnitz und Umgebung sammelt an jedem Wochentag 50 Lkw-Ladungen Restmüll. Das sind 400 Tonnen am Tag, 2000 Tonnen in der Woche. Staubsaugerbeutel, alte Windeln, Zigarettenkippen oder Aktenordner landen dann hier im Bunker der Müllverwertung. Knut Förster muss dafür sorgen, dass der Abfall weiterverarbeitet wird. In einer Woche ist der Bunker komplett voll. Das heißt also, wir können die Anlagen nie anhalten. Wir tun also jede Woche produzieren. Das gibt also für uns keinen Ruhetag oder keine Ruhewoche, weil sonst wäre der Bunker voll. Damit das Kohlekraftwerk in Jenschwalde den Müll überhaupt verbrennen kann, muss mit hohem Aufwand die Feuchtigkeit raus. Zerkleinert und gepresst ist das, was jetzt nicht mehr Müll, sondern Ersatzbrennstoff heißt, bereit für die Verladung auf die Lkw ins Kraftwerk. Wir nehmen also für regelmäßig Probe fürs Kraftwerk. Ungefähr 30 Ladungen gehen aktuell in der Woche so raus. Früher hatten wir da wesentlich mehr, aber durch den Kohleausstieg, der nach und nach erfolgt, werden das, sag ich mal, von Jahr zu Jahr weniger Ladungen, die wir dorthin fahren dürfen. Und in wenigen Monaten ist ganz Schluss. Der aufbereitete Chemnitzer Müll wird dann zur Müllverbrennung nach Sachsen-Anhalt gebracht. Derzeit der einzige Weg, Müll loszuwerden. Das hat, laut Abfallzweckverband, Auswirkungen auf die Kosten der Müllentsorgung. Bisher mussten dem Kohlekraftwerk Jenschwalde 35 Euro für das Verbrennen pro Tonne bezahlt werden. Jetzt in der Müllverbrennungsanlage in Sachsen-Anhalt sollen es 65 Euro sein, ohne Transport. Die Mehrkosten landen im Endeffekt beim Gebührenzahler. Die Müllgebühren werden deutlich steigen, bin ich fest davon überzeugt. Man muss sich bundesweit die Verbrennungslandschaft anschauen, die Anlagen sind ausgelastet und die Verbrenner diktieren im Moment die Preise. Die höheren Kosten sind das eine. Das andere, Abfall in Müllverbrennungsanlagen zu verbrennen, erzeugt mehr CO2 als Müll im Kohlekraftwerk. Das haben Forscher am Institut für Energieverfahrenstechnik und Chemieingenieurwesen der TU Freiberg, kurz IEC, ermittelt. Deshalb fordern die Wissenschaftler nicht nur den Kohleausstieg, sondern auch den aus der Müllverbrennung. Robin Lee fordert wesentlich mehr Aufmerksamkeit für das Thema. Erstmal muss die Gesellschaft davor Interesse haben, dass mit dem Müll, dass irgendwas passiert nach hier. Und das versuchen wir auch hier am IEC, um einfach die Bewusstsein zu erhöhen, dass Müll ist ein Problem, die wir alle betrifft. Bernd Meyer, der Leiter des Instituts, fordert jetzt, neue Wege zu gehen. Mit Blick auf den Klimawandel sieht er Müllverbrennungsanlagen mindestens genauso kritisch wie heute große Teile der Gesellschaft die Kohlekraftwerke. Müll muss anders verwertet werden. Dadurch, dass die Kohlekraftwerke schließen und mehrere hunderttausend Tonnen bis 1 Million Tonnen Ersatzbrennstoffe nicht mehr in diesen Kraftwerken verbrannt werden können, liegt es auf der Hand, neue Müllverbrennungsanlagen zu bauen. Und das ist eigentlich aus heutiger Sicht ein völlig falscher Weg, eine Verbrennungstechnologie zu etablieren, die dann für die nächsten 40 bis 50 Jahre, also der Lebenszeit dieser Anlagen, diesen Weg der Verbrennung festlegt. Der richtige Weg,
aus Sicht von Bernd Meyer, steht hinter dem Institutsgebäude. Eine Anlage zum sogenannten chemischen Recycling. Der Müll wird dabei so stark erhitzt, dass er sich in seine Grundstoffe auflöst und dann als energiereiches Gas wiederverwertet werden kann. Wir stehen hier an der Fackel und Sie merken, welche Energie hier umgesetzt wird. Diese Energie steckt im Abfall. Und diese Abfallenergie, die verwandeln wir in ein chemisches Produkt. Und das ist ein hoher Energieinhalt, der sonst durch Verbrennung verloren geht. Die Technik funktioniert. Für den Praxistest suchen die Freiberger gerade finanzkräftige Partner. Zurück nach Chemnitz. Hier sieht die Stadt keine andere Lösung, will sogar eine eigene Müllverbrennung aufbauen. Ordnungsbürgermeister Runkel sieht sich unter Zugzwang, weil es aus seiner Sicht in Sachsen derzeit zu wenig Möglichkeiten für Müllverbrennung gibt. Und wir haben uns das mal angeschaut, die Mengenströme hier im Freistaat. Wir verfügen etwa über 505.000 Tonnen Restmüll und können da maximal, nämlich in Lada, das ist aber auch schon 180 Kilometer entfernt, maximal so 220.000 Tonnen verwerten. Das heißt, über 300.000 Tonnen, wenn ich den Rest, den Sperrmüll noch dazu rechne, wird außerhalb des Freistaates entsorgt, raustransportiert. Das sächsische Umweltministerium teilte uns dazu übrigens mit, man habe sich über die Situation informieren lassen. Dabei wäre aber von einem drohenden Entsorgungsnotstand keine Rede gewesen.